Unser Star war auf einer Probe in der Deutschen Bühne Ungarn in Sexal. Anfang Januar konnte die Theatertruppe endlich mit den Proben für das neue Stück mit dem Titel Schweres Gepäck beginnen. Vor 3 Jahren, im Januar 2019, waren wir zu Besuch in Stuttgart im Ungarischen Institut. Und da habe ich jemanden kennengelernt, Frau Theresia Mann, die ein Museum leitet in Pretzfeld und das heißt Heimatsmuseum Budaörs. Und dann habe ich erfahren, dass die Leute damals, 1946, aus Budaörs nach Pretzfeld zuerst ausgesiedelt worden sind. Und dass da eben ein Heimatsmuseum ist. Und mit dieser Dame haben wir darüber angefangen zu sprechen, wie könnte man dieses Ereignis den jungen Menschen auch näher bringen. Wie kann man das erzählen? Nicht nur wie ein Geschichtebuch, nicht nur wie ein Museum, sondern tatsächlich, dass das an die Seele geht, dass das in die Emotionen rübergeht. Und erzählen einem Jugend, die damit vielleicht nicht mehr so viel zu tun hat. Und so entstand eigentlich die Idee einer Zusammenarbeit, dass wir zusammen, die DBU und das Budaörsche Heimatsmuseum in Pretzfeld, in Deutschland, zusammen ein Theaterstück erarbeiten anhand der Erzählungen von Zeitzeugen. Der Regisseur des Stückes, Clemens Bechtel aus Berlin, war schon öfters als Gastregisseur nach Sexhardt eingeladen. Das Stück Schweres Gepäck ist aufgrund einer Recherche entstanden, eine Recherche, die vorwiegend der Franz Huber, der hier auch schon gearbeitet hat als Dramaturg, geführt hat, und zwar mit Menschen, die 1946 oder deren Eltern und Großeltern 1946 von Ungarn nach Deutschland gehen mussten. Und ausgehend von diesen Interviews haben wir Szenen entwickelt, die im Prinzip deren Geschichte und deren Weg nacherzählen. Nicht nur 1946, sondern eigentlich beginnt unsere Reise 1941, und zwar mit der Volkszählung, in der festgelegt wurde oder in der sich die Leute bekennen mussten, entweder zum Ungarisch sein oder zum Deutsch sein. Und dann untersuchen wir den Weg einer Familie, wie die nach Deutschland kommen. Und das vielleicht das Besondere an dem Abend oder an dieser Vorstellung ist, dass sie nicht im Theater alleine stattfindet. Sie beginnt zwar im Theater, sondern sie führt dann, ist auch eine kleine Reise, die die Zuschauer mit den Schauspielern zusammen machen. Sie führt dann in einen kleinen Spaziergang, den die Zuschauer mit Kopfhörern ausgestattet erleben, an verschiedene Orte von Sexhardt und landet dann wieder hier im Theater. Also ähnlich wie die Reise, die Menschen machen mussten 1946, machen auch die Zuschauer eine kleine Reise. Na, in diesem Fall ist das Bühnenbild der Ort Sexhardt. Also das heißt, wir sind wirklich nur am Anfang und am Schluss kurz hier im Theater. Und ansonsten ist die Bühne die Kirche zum Beispiel oben am großen Platz. Eine Wiese, die hier mitten in dem Ort, also das Bühnenbild. Und ich finde, das interessanteste Bühnenbild ist immer die Welt tatsächlich. Also das wird so sein. Was ich auch immer ganz spannend daran finde, ist, dass sich da die Moderne, sprich die parkenden Autos, die vorbeigehenden Passanten, dass sich das mit der Vergangenheit eigentlich mischt. Also mit der Theater. Die Theaterwirklichkeit trifft auf das reale Leben. Und das ist was ich sehr schätze. Auch, dass man eben als Theater einen Schritt raus macht in die Welt rein. Also das heißt, wir haben ein bisschen was an Tänzen erarbeitet, was wir auch gleich sehen werden. Wir arbeiten auch ein bisschen mit dieser Musik, mit der Volksmusik, mit der donauschwäbischen Volksmusik, allerdings teilweise auch in verfremdeter Form. Was ich noch spannend finde an der Geschichte ist, dass die eben so voller Leid ist, und zwar für ganz unterschiedliche Menschen. Ich bin sehr dankbar, vor allen Dingen, das müsste ich eigentlich noch sagen, sehr dankbar den Leuten, die uns mit den Interviews zur Verfügung gestanden haben. Und es hat mich sehr bewegt, was die Leute zu erzählen haben und wie offen sie auch über das, was sie erlebt haben, berichten. Ja, genau. Also wir möchten auch in Pretzfeld spielen, auf jeden Fall. Da sind schon mehrere Vorstellungen geplant für September 2022. Und ja, wir möchten auch ungarnweit in mehreren Museen und in den Umgebungen von Museen auch spielen. Das ist auch eine Erinnerung, ein Gedenken. Und damit möchten wir auch den älteren Leuten unsere Ehre zeigen und diese Möglichkeit geben, dass sie auch gedenken. Wir warten gespannt auf die Premiere am 25. Februar um 16 Uhr.